Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, wir hatten ja beim letzten Mal hier ein kleines Mechanodroiden-Problem, kann man so sagen. Wir haben auch zwei Bots verloren. Einer liegt hier, das ist der Hibinator. Einer liegt hier, das ist der MVP. Der MVB. Oh, wir haben ein paar Bauteile bekommen, sehr schön. Aber das waren wahrscheinlich die von den Turrets, ne? Naja, wir haben das auf jeden Fall sehr gut gelöst. Wir haben niemanden verloren, auch wenn es für unseren Gast sehr schlecht aussah, weil er mitten hier rumgelaufen ist, beziehungsweise sie. Wir haben aber alle unsere Tiere verloren. Das heißt, wir können uns wieder ein paar Shemsnails. Wir machen 9 Stück. 9. Wir machen 4 Stück. Die werden wir uns zähmen. Und dann warten wir. Wir müssen noch Giant Snails wieder besorgen. Problematisch sieht es langsam mit unserem Giftmüll aus. Wir werden diese Heizung auch mal auf 23 Grad erhöhen. Weil Pascal war es ja immer zu kalt. Vielleicht lag es aber auch in den Klamotten, deswegen reicht das vielleicht schon so aus. Immer noch den Säuresmog. Tja, aber wo kriegt man denn Säuresmog? Hier? Weiß ich gar nicht. By the way, die ganzen Barrikaden werden wir abreißen. Ist schon sinnvoll, dass wir auch hier drin Türme bauen. Das müssen wir wahrscheinlich hier auch und hier auch machen. Die gönnen sich tatsächlich Brot, obwohl sie Gemüsesuppen haben. Schade, dass das Ding nicht gebaut wurde. Pascal, wie sieht's aus mit dem Contract? War wohl keine gute Idee, den so niedrig anzusetzen. Okay, die werden gegeneinander kämpfen. Das Problem ist, die rennen natürlich durch die Fallen. Aber damit können wir unseren Verbündeten helfen. Die sind sogar mit unseren Gästen verwandt. Ja gut, das beobachten wir mal. Zack, 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 durch die Fallen, die greifen jetzt uns an. Okay, die rennen hier alle durch. Die nehmen gar nicht alle Fallen mit, weil die alle denselben Weg gehen. Und die sind mega tanky.
Okay, die verfolgen die jetzt von hinten. Oder sind sie schon alle weg? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben unsere Leute natürlich gewonnen. Weil die Fallen, die haben schon gut reingeballert. Aber dann merkt man auch direkt, wo man vielleicht noch ein paar mehr Fallen bauen muss. Weil wenn die ja alle nur denselben Weg gehen. Hier hat das hat hier gut geklappt. Hier war richtig voll. Bis hier sind die dann gar nicht mehr gekommen. Na gut, wir gehen wieder auf Speedy. Müssen ja eh warten. Genau, ihr macht schön den Medi-Training. Oh, da gibt's auch gute Speerrüstung und so. Was ist das denn? Eine Cooling-Salve. Zu viel von diesen Fungi-Medicines. Sonst machen wir die Cooling-Salve erstmal hier mit rein. Dann nehmen wir die hier raus. Wir droppen den auch mal, damit hier Platz ist. So, das wird auch schön hoffentlich alles gereinigt hier, ne? Und dann gemendet. Okay, natürlich die schlechten Sachen nicht. Die werden zerlegt. Wer seid ihr denn? Wobei, die sind schon wieder weg. Viel Geld haben sie nicht, aber vielleicht haben sie ja Bauteile. Haben sie nicht, aber die können ein paar Müllwaffen mitnehmen. Ich bin gespannt, wann die anfangen zu menden.
Weil das ist ja der ganze Kram, der hier noch gemendet werden muss. Und dann haben wir hier Speerrüstungen, die natürlich viel besser sind als die anderen Sachen, die wir haben. Also für unsere Soldaten. Okay, der Lastenheber ist ready. Dann hau direkt den nächsten rein. Fehlt Stahl oder fehlt Bot? Weil wir hatten ja einen Bot. Da. Es fehlt tatsächlich an Stahl. So, jetzt haben wir genug. Okay, die sind schon beim Reparieren. Danach wird weiter geglättet. Das heißt aber, alle Fallen werden durch. Außer natürlich, wir haben kein Dings mehr, ne? Okay, der wurde wieder aufgebaut, muss aber neu eingestellt werden. Hier war einfach nur Holz. Ja, das ganze Holz, das wir hatten, ist verschwunden. Liebeswerte Affen. Alter, das sind 3 Sterne. Drei Überfälle. Die kommen wieder alle gleichzeitig hintereinander. Lohnt sich auch nicht. Da ist nichts. Ja. Nee, lohnt sich nicht. Es lohnt sich einfach nicht. Shuttle ist eingetroffen. Nice. Das heißt, wir haben den super erfolgreich geschafft. Tschüss. Kapsel eingetroffen. Antimaterie-Sprengstoff. Und der Plastahl ist da. So, schnell reinbringen den Kram. So, was? Wir haben hier die Anhängerzahl in deiner Kolonie ist auf 1 gefallen. Und die Rolle Rektor ist nicht länger aktiv. Ach, das war wegen der Hauptreligion. Naja, aber die Rolle hier, diese Rolle soll ja aktiv sein. Na, wir können ja mal eine Führungsrede starten. Während die Bots hier in den Plastahl tragen. So, werdet alle überzeugt von der Religion des maschinellen Dingens.
Entwicklungspunkte von 1 auf 2. Nice. Kein Lagerplatz für was? Für Plastahl? Habe ich doch hier. Da geht der Plastahl geht direkt weg, damit hier jeder auch sein Schwertchen bekommt. Wieso hast du noch ein Messer? Das Messer kann weg. Oh, ein Handelsschiff, das heißt, es gibt wieder gute Bauteile. Sehr gut. Hightech-Bauteile kaufe ich, glaube ich, erstmal gerade nicht. So, ich kann die Zigarillos aber jetzt verticken. Mal gucken, vielleicht kaufe ich sie dann doch. Die Antimaterie-Sprengköpfe. Erstmal neurale Berechnung. Ja, die kommen, die kaufen ja alle. Gewaltfrei. Schon wieder einen Superimmun. Nochmal einen namenlos. Ach nee, das sind unsere. Aschidkapseln kaufen wir auch. So, es wird wieder Kaffee und Tee verkauft. Ein Aerotech-Auge. So, das ist natürlich viel zu viel. Ich finde das ein bisschen riskant, wenn ich die einlage. Kommt ein Insektennest, greift das Ding an, ist die halbe Basis vernichtet. Ich verkaufe die erstmal. Da fühle ich mich einfach nicht wohl. Diese Infuse Amplifier verkaufe ich auch erstmal und zack bin ich wieder drin. So geht's nämlich. So, Nayada, bitte einmal hier, Bauteile habe ich doch gerade gekauft. Irgendwer trägt hier gerade die Bauteile. Da sind sie. Okay, Pascal, wie weit bist du bei Forschung? Brauch noch ein bisschen. Ja, dann benutzt doch mal bitte die Prints. Okay, das mit den Genpaketen, das war auch gerade rechtzeitig. Wo ist das letzte? Den hat doch gerade einer geklaut. Das war doch der 600-Kilo-Junge. Wo ist der 600-Kilo-Junge? Da. Da ist sich aber Zeit gelassen. Wir brauchen unbedingt einen Cybermensch. Für Cybermensch brauchen wir leider zwei Anhänger. Es gibt nur den Forschungsspezialisten.
Aber unser Forschungsspezialist kann ich noch nicht machen, weil er die falsche Religion angehört. Wie soll denn hier geglättet werden? Ich fange erst mit den Stromkabeln an, sobald die mit Glätten durch sind, sonst hören die immer wieder auf und das ist ja auch irgendwie doof. Weil so viele Shem-Snails hier draußen rumlaufen, kommen einfach keine Giant-Snails mehr. Weißt du was, die müssen auch nicht mehr gezähmt werden. Die zwei reichen, die machen das schon. Ach, ich doof, hab die noch gar nicht in Auftrag gegeben. Ich dachte so, wie lange dauert das denn hier noch? Wir haben einfach keinen Fungi mehr. Naja, jetzt kriegen wir mal wieder ein bisschen Fungi. Nicht schlecht. Das ist echt gutes Berserker-Schwert. Wir machen das mal so, dass Nayada dieses Schwert bekommt. Das hier als Seitenwaffe. Und das wird gedroppt. Pascal hat schon eins. Das heißt, Don Cravallo kriegt als nächstes eins. Die kriegen alle, jeder kriegt ein Plastahlschwert als Seitenwaffe. Und die Lobobs, die wenig im Fernkampf haben, kriegen auch eine Pistole. Oder irgendwie noch eine Waffe. Und Uranyl ist aber so die Grenze. Weil mit Uranyl ist die Grenze wegen dem EMP-Werfer, der kennzeichnet die Grenze. Links davon sind Soldaten und Berserker. Rechts davon sind welche, die sich verteidigen könnten, aber die da nicht gut drin sind. Du wolltest warten, bis alles geglättet ist. Okay. Ich warte. Mann. Naja, da überzeug doch mal Don Cravallo von deiner Religion. Verdammt. Wir brauchen unbedingt ein drittes Mitglied. Das gibt's ja nicht. Kann ich die anbauen? Kann ich...
Ich weiß ich gar nicht, ob ich die anbauen kann. Ob ich den Mod drin hab. Nee, hab ich nicht drin. Ich meine, der war immer ganz unten. Geh nochmal durch. Also, ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Das heißt, wir können keine Menschen anbauen. Das ist... Naja, es macht es auf jeden Fall etwas schwieriger, aber... Ist ja auch ein bisschen cheaten, wenn man einfach Menschen anbauen kann und zähmt die dann. Dann dauert es halt ein bisschen. Impulsgeladene Munition, wovor schicke ich denn das? Das Brummen ist nicht gut. Ah, shit. Nein! Du musst natürlich auch eins der teuersten Dinge kaputt machen. Ist okay, naja, da ist okay. Ich hätte dich doch in Therapie schicken sollen. Sind da gerade Pilze rausgekommen? Nee, das war bestimmt ein Brocken und der hat Pilze gedroppt, weil er essen wollte. Und dann hat sie sich doch umentschieden. Das wär's. So, Planstahlschwert als Seitenwaffe. Ich reduziere das mal auf 2 erstmal. Der Raum ist aber schon so gut wie ready. Erst ein Ready-Raum wird verkabelt. Oder ready Abschnitte.
Okay, damit hätten wir die ganzen Räume durchlüftet. Wieder ein Planstahlschwert mit Kräften. Lightwalk. Erhöht die Laufgeschwindigkeit. Wer braucht denn viel Laufgeschwindigkeit? Ja, ich würde sagen, Laufgeschwindigkeit kriegt Dom. Und dann kriegt Lau das andere. Und damit hätte jeder zumindest schon mal ein Schwert als Seitenwaffe. Haben wir wieder keinen Stahl? Tatsache. Na gut, wenn wir keinen Stahl haben, können wir ja hier auch schon mal weitermachen. Ja, manchmal muss man auch mal mit Steinen werfen, um zu trainieren hier. So, wenn wir mal überlegen, dann kommt noch hier, hier, hier. Und dann so. So, die werden aber erstmal alle verboten. Während die umgesetzt werden. Na, nee, erst wenn das hier fertig ist. Sonst funktionieren die nachher nicht. Aber da können wir auch schon mal welche bauen. Also vorbereiten, die wir dann verbieten. Der muss noch weg, weil 3 haben wir ja. So, wir haben auch den Scanner, dann können wir vielleicht ein paar Bohrer bauen. Ah, hier ist die impulsgeladene Muni. So, hier haben wir einen tiefen Bohrer, aber dafür brauchen wir einen Scanner. Hier ist der Tiefenscanner. Ich setze sie auch mal hier draußen hin.
Und dann machen wir daneben den Langstreckenscanner. Ach, den kann ich gar nicht bauen. Wegen Dach. Aber gut, dann kann der auch nach drinnen, ne? Theoretisch. Der Tiefenscanner. Habe ich denn noch irgendwo Platz dafür? Wir können den ja erstmal hier reinstellen. Der passt nämlich hier perfekt irgendwie hin. Hier ist noch nicht richtig beleuchtet. Okay, hier ist auch noch nicht beleuchtet. Ich werde jetzt auch mal hier die Ausgänge beleuchten. Wenn wir schon dabei sind. So, jetzt brauchen wir Stahl. Okay, die Ecke leuchten wir jetzt auch mal aus. Geht mir nämlich hier auf den Sack, diese Ecken. Diese dunklen, dunklen Ecken. Es gibt hier so ein paar dunkle Stellen, das ist okay. Die sind noch nicht alle geil platziert. Ein Meisterwerk. Viel wichtiger ist, der Contract ist ja abgelaufen. Wir machen wieder 119. Dafür nur 7 Tage, 25 Bauteile. Wir müssen wieder Silber organisieren. Wir haben nicht mehr viel. Okay, 3000. Aber wir machen die Bank erstmal leer und dann nehmen wir vielleicht die andere Bank. Da müssen wir weniger zahlen. Und ja, ich weiß, die Folge ist vorbei, aber ist halt die letzte Folge der Aufnahmesession. Ich mache das ja jetzt immer so, dass ich die ersten immer ein bisschen weniger aufnehme und die letzte dann ein bisschen länger.
Als Ausgleich, wenn ich noch Zeit habe. Ein bisschen habe ich noch. Wie viel Giftmüll können wir damit wegtransportieren? 50, nicht schlecht. Wir warten mal, bis die anderen voll sind. Dann können wir vielleicht eine komplette Fuhre machen. Also 150 können wir dann immer wegmachen. Eine Notlandung. Ein Schmerzstopper-Katafratenhelm. Das Elite-Artefakt hier, der ist nicht schlecht. Könnten wir Pascal geben? Aber wir nehmen, glaube ich, den Kataphratenhelm, oder? Wobei das nicht so gut. Egal, wir nehmen trotzdem den Helm. Oder weißt du was? Wir nehmen den Ruf. Da, weil dann sind wir nämlich verbündet. Oh, da sind die aber gut gelandet, tatsächlich. Da weiß ich gar nicht, ob ich den zur Unterstützung eilen muss. Die sind da nämlich relativ safe. Außer Gegner kommen von hier. Das wäre, uff. So, wir können aber hier schon mal anfangen, noch mehr Baustellen zu machen, die noch mehr Bauteile und Stahl kosten. Die wollen wohl einen anderen Weg gehen. Die wollen sich durch den Felsen arbeiten. Das können wir natürlich nicht zulassen. Okay, sie hauen aber schon ab. Töte den. Zack. Hey Doom. Beziehungsweise Lau, du bist gerade hier. Willst du die nicht haben? Und die dann als Seitenwaffe. Zack. Beziehungsweise Nayada. Hättest du nicht Lust, den hier mal abzureißen? So, wenn mich nicht recht irre, sind wir jetzt verbündet mit denen, bei dem wir auch einen Kredit bei der Bank holen können.
Das bedeutet, wir müssen vielleicht noch weniger zahlen. Yay, Bauteile. Okay, wir werden langsam mal Stahl jetzt in Angriff nehmen. Wir nehmen alle, die weit weg sind, nehmen wir jetzt hier mit raus. Damit wir diese Ecke komplett abgeerntet haben. So, damit wäre die halbe Karte durch. Ja, komm, weißt du was? Wir machen die ganze Karte. Wir ruppen jetzt die ganze Karte von Stahl, wird jetzt befreit. Wir lassen uns auch keinen Puffer. So, ich denke, ich habe nichts übersehen. Das heißt, die einzige Ressourcenquelle, die wir jetzt noch nicht rausgeruppt haben, ist hier die Jade. Und die ruppen wir jetzt raus. Und dann bauen wir hier auch wieder zu. Ah, 600 Kilo, Junge, sorry. Dass ich dich so lange blockiert habe. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gehört habt, aber die Bots sind losgefahren. Und die brüllen immer durchs ganze Haus so. Mobwaschen wird gestartet! Müsst ihr gleich mal hören. Wobei, den hört ihr jetzt nicht, weil der ist ganz oben. Aber ihr hättet den vielleicht von der Etage drüber hören können. Wenn er dann den Staubsauger entleert, dann... Genauso hört sich das dann an. Ah, da kommt doch hier der gute Stahl, dass er endlich mal gebaut werden kann. Wir müssen dann auch noch mal gucken, ob wir genug Strom produzieren. Wir haben auch keine Bauteile mehr auf Vorrat, aber wir können ja neue bauen jetzt. So 50 Bauteile auf Vorrat wäre schon nicht schlecht.
Hier mache ich extra noch kein Licht rein. Das ist geplant. Ja, hier haben wir ja die Solardinger. Ja, die Sonnenlampen. Oh, Uranyl, nice. Bauteile werden hier gebaut. Kannst du auch ins Lager tragen. Aber dass wieder die ganzen Bauteile weg sind. Wo gehen die alle hin? Frage ich mich. Gut, das kostet ja alles Bauteile, ne? Und nicht gerade wenig. Aber hey, da kaufst du 30 und ist gefühlt nur das Ding fertig geworden. Aber hey, wir bauen jetzt welche, solange wir Stahl haben. Hat sich eigentlich einer der Soldaten jetzt eine andere Rüstung gegönnt? Nee. Doch den Marinehelm. Hier nicht. Ich dachte, die gehen dann mal hier auf die Speerrüstung. Bing. Mob gewaschen. Tokan. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen EMP-Werfer bauen soll. Ich nehme mal raus. Staubbehälter wird entleert. So, endlich die Sniper-Turrets. Wir machen dafür aber mal die Gasmasken rein. Vielleicht funktionieren die wie der Mundschutz. Dass die keinen Kopfslots sind. Ah, hier sind Sturmgewehre. Wir machen es so, dass wir jeweils zwei Sturmgewehre haben. Und Sniper hätte ich gern. Jeweils zwei Snipern. Ja, mehr brauchen wir hier erstmal nicht. Da geht direkt der ganze Stahl wieder drauf. Okay, hier hinten brauchen wir vielleicht doch noch Lampen. Ich habe hier extra keine gemacht, weil die könnte es sein, dass die angegriffen werden. Aber dann machen wir hier zumindest nochmal zwei hin. So, wie sieht es stromtechnisch aus? Noch gut. Noch gut. Warten wir mal, bis der Scanner drin ist. Okay, aber da jetzt da liegt, können wir die hier umplatzieren.
Ein Bauteil. So, wie viel Stahl? Wir haben noch 450 Stahl. Gut. Und ist hier jetzt alles gebaut. Bis wir irgendwann mal wieder Ressourcen haben, wa? Wenn alles gebaut ist, können wir auch mal den Diablo rufen. Ach schön, naja, da macht Handwerk. Schnell Nayada die Bauteile hier reinzimmert. Ich würde es sehr bevorzugen, wenn die hier reingehen würden. Wäre schön, wenn die jetzt mal hier machen würden. Hey, wir sind da. Pilze werden eine Mini. Ja, werden nicht wirklich weniger, ne? Aber die Medizin wird langsam weniger, das ist gut. Wieso nimmt denn keiner den Contract an? Jetzt hauen die hier rein. Alter, das Ding kostet 10 Bauteile, ey. Nun gut, so leid es mir tut, es wird Zeit, langsam die Folge zu beenden. Aber hey, wir haben einiges geschafft. Okay, das lag nur daran, weil wir auf einmal Stahl hatten. Ah, immer noch nicht weggeschickt. Ich schicke schon mal eine Fuhre weg. Das machen wir jetzt noch. Wir schicken eine Fuhre weg. Ballern die weg. Füllen wieder auf. ...36 Dark Axolotl. Kriegen wir hin, aber wenn du nichts von dir preisgibst, außer dein Alter, dann schwierig. Hättest du ja mal was sagen können. Na toll, jetzt wäre die nächste fertig. Ja komm, dann machen wir dich direkt mit.
direkt mit rein. So, der ist ready. Der noch nicht. Der auch noch nicht. Der auch noch nicht. So, der ist ready, ready. Der noch nicht ready. Der auch noch nicht ready. Dann können wir ja mal mit dem Herder reden. Der hat sehr viele Enten dabei. Oh, der nimmt auch. Ja, dann. Nimm doch mal den ganzen Krempel hier mit. Huch. Haben wir ein bisschen Ruf aufgebaut. So, jetzt sind wir durch, ne? Durch, okay. Generiere Planet. Generiere. Boom. Boom. Die Schweine, wieso? Ihr seid 1 Milliarde Kilometer weit weg. Wieso seid ihr verärgert? Guck mal, das kaufen die alles. Sonst schieße ich euch einfach mal ein bisschen Nahrung rüber, ja, als. Wie hieß ihr? Balbo? Sind nur die hier oder nicht? Das Bild sieht zumindest genauso aus. Hier, Kopo, ja, das sind die. Minus 100, aber gut, vielleicht kann ich die. Die sind nicht dauerhaft feindlich, das heißt, ich könnte die überzeugen, wenn ich den Geschenke mache. Imperium Gottes. Hier, Lau, guck mal. Imperiale Bank. Oh ja. Hier haben wir gut, können wir gut sparen. Aber gut, das war's jetzt für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.